Schnauze XXL. Wir improvisieren heute Abend wieder, bis der Arzt kommt und das Wartezimmer ist voll. Meine Gäste sind wahlweise unterversichert, verunsichert. Auf jeden Fall sind sie alle unvorbereitet. Und hier sind sie, die fantastischen vier der Comedy. Barbara Schöneberger, Mirja Mölz, Oliver Welke und Mark Kanzler. Unser Stargast heute Abend hat auch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Manche nennen ihn den George Clooney der deutschen Comedy. Wir nennen ihn den Dieter Nuhr der deutschen Comedy. Freuen Sie sich später auf Dieter Nuhr, meine Damen und Herren. Naja, du kennst das bestimmt, man gibt eine Party, es kommt irrsinnig und man fragt sich, warum ich, warum ist mir das wieder passiert, aber... Diese Frage kann man natürlich jetzt noch nicht beantworten, denn du setzt erstmal den Kopfhörer auf und stellst dich mit dem Rücken zu uns. Und dann lade ich dir mal ein paar richtig Verrückte ein. Ich hoffe, das hast du jetzt auch schon nicht mehr gehört. Es sieht so aus. Mirja! Sie geht sehr lustig. Liebes. Nein, sie ist weg und dann kann ich euch mal eure Rollen geben. Oliver, du hältst dich für unsichtbar. Ich bin nicht, ich halte mich für unsichtbar. Du hältst dich für unsichtbar. Ja, das wäre schwierig, glaube ich. Deswegen frage ich. Das sollen Sie rauskriegen. Genau. Oliver ist unsichtbar. Ich geh dann raus so lange. Paul, du gibst uns den verrückten Professor, einen Tropenforscher, der alle für unentdeckte Schmetterlingsarten hält. Ja, ich freue mich. Ich denke, ne? Schön ist etwas, was dir liegt, das Forschen. Ja, ja. Ne? Barbara, dir ist eh alles egal, denn du bist ein unbelehrbares Sektenmitglied, das denkt, in 5 Minuten ist eh alles vorbei, weil die Welt geht dann unter. Ja. Ja? Aber das Dumme ist, außer dir weiß das keiner. Ja. So, ich würde sagen, ein rauschendes Fest ist initiiert. Ja, ich bin's nur. So, ich habe hier ein paar schöne Leute eingeladen und ich klingel sie dir jetzt mal rein. Ja. In die gute Stube. Viel Spaß. Ah, endlich. Hallo, komm rein. Buh! Ich bin hier. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin hier. Gut, willst du was trinken? Ich mach mal, da kommt Gott sei Dank noch jemand anders. Ah! Mirja Bezaja. Ja. Hey, schön. Komm rein und geh zu dem anderen Bekloppten. Das Rübersprengen oder was? Wollt ihr denn was trinken? Ihr habt schon getrunken, glaube ich, oder? Ja, jetzt habe ich aber ein bisschen Angst. Hallo. Hi. Oh, das ist so schön, dass wir uns alle noch mal sehen. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das so schön ist, aber... Ich freue mich so. Ja, ich auch jetzt. Halt mich noch einmal ganz fest. Ja. Ja. Möchtest du was trinken? Möchte denn irgendjemand von euch was trinken? Oder seid ihr alle irgendwie? Gaga. Haben wir uns schon umarmt? Haben wir uns schon umarmt? Komm noch mal. Du kannst mich gar nicht umarmen, weil du nicht weißt, wo ich bin. Lass doch einfach mal diese blöden Spiele jetzt. Was hast du denn da? Zugeht. Was ist denn mit deinem Finger? Komm, gieß etwas in das schwebende Glas. Gieß etwas in das schwebende Glas. Ey, Leute, ihr müsst jetzt mal zu euch selbst kommen. Ich möchte, dass wir jetzt ab 300 rückwärts zählen. 300, 299, 298, 297.
96, schon vorbei oder was? Ja, gleich ist es vorbei, ey. Ja. Hast du Lust, dass wir einfach uns noch mal ein bisschen hinlegen und hast du hast schon eine Tüte geraucht heute, oder willst du? Ja, die letzte, es tut so bevor weh. Der Autobahn oder was? Bevor alles vorbei ist, siehst was? Du schon, da hinten wird alles dunkel. Was habt ihr eigentlich dafür Torero eingeladen? Flieg drauf. Ich muss mit den Leuten sprechen mal, das geht ja so nicht. Kannst du mir schon was erzählen zu den Menschen? Ein bisschen. Flieg drauf, flieg drauf. Ich kann nicht sehen, wie ich auf ihren Arsch gucke. Komm, flieg drauf. Hey, Leute. Ey, Ruhe, Mann, ey. Ich werd gleich aggro. Ich versteh's nicht, ey. Gleich ist alles vorbei und er guckt auf den Arsch. Er ist so oberflächlich. Und die anderen... Ey, Leute, wir haben keine Zeit, ey. Ich find's so cool, dass wir einfach noch mal zusammen sind und dass wir alle uns jetzt noch mal anfassen. Komm, ja. Komm, wir laufen der Sonne entgegen. Halt. Soll ich dir was erzählen? Ja. Flieg drauf. Flieg. Ist hier... Komm, dann wir der Sonne also, ich mach mal hier an. Bei dem Partygast, oder? Flick. Ist das, bist du Papageno? Was? Der ist irgendein Fänger. Der fängt irgendwelche... Ja, gut, aber... Ja. Schmetterlinge? Ja! Hier mit dem Hemd, Schmetterlinge. Ja, ganz genau. Schmetterlingfänger. Richtig. Aber was tut er? Er denkt, ich wäre einer. Ja. Und wer sonst noch? Ja, die Bekloppten auch. Ja! Schmetterlingfänger. Ja. Du musst keine Angst haben. Gleich, wenn es dunkel wird, musst du nur in dein Analchakra atmen. Da gibt schon diese Frauensender, die atmen auch immer so. Hört ihr schon? Ich werde ganz ruhig. Noch 30 Sekunden. Irgend so ein Guru? Ein Guru oder eine Guru-Frau? Ein noch Guru. 20. Also die ist und irgendwie hat die, glaube ich, die hat so eine Organisation von Weltuntergangsvision. Ja, exakt. Ja! Verrückt, dass du jetzt in meine Richtung guckst. Das geht gar nicht. Ist der Zauberer? Ist ein Zauberer? Nee, ist wirklich schwer zu greifen. Das liegt natürlich an was. Denkst du wärst nicht da? Unsichtbar. Ja,